Nintendo Presents. Eine Sprache, die wir erst noch auswählen müssen. Yay! Wir wählen natürlich Deutsch. Diese Geschichte von Super Mario und den Yoshis. Begann vor langer, langer Zeit. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, fliegt in einer dunklen Nacht, ohne Radarsystem, dem Sonnenaufgang entgegen. In seinen Schnabel transportiert er 2 zappelnde Bündel. Zoom! Hab rangezoomt. Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Kavum! Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby und zischt damit ab. Ich dachte, das macht Zoom und nicht Zisch. Okay, ist genehmigt. Ah! Ah! Achso, das Baby schreit. Ah! Oh je, das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit berauschendem Tempo auf das Meer zu. Dass diese Abstände zwischen den Textabständen immer so lange sein müssen, aber hey! Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island oder Island. Irgendwann will ich mal nach Island. Auf dieser Insel leben die Yoshis. Doin, doin. Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang und fiebt vergnügt vor sich her. Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat ein Komma. Und hat auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen überstanden. Doch es ist noch etwas vom Himmel gefallen. Der Himmel fällt runter, runter, nicht runter, runter, ah! Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt denn die auf? Einmal her! Yoshi rennt sofort los und seine Kumpels über alles zu informieren. Kamek, der Magikooper, wohnt im Bowsers Schloss. Ich weiß, Bowser, wie auch immer ihr es nennen möcht. Zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das Kind geraubt hat. Kamek ist stinksauer, dass er nur ein Baby erwischt hat. Da, ja, shit happens, ne? Er schickt sofort seine Diener los, um auch das zweite Baby zu entführen. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Doch Kameks Horde hat sich bereits aufgemacht, um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Werden die Yoshis das Baby heil zu seinen Eltern
zurückbringen können? Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Und damit jetzt hallo und herzlich willkommen nach 5 Minuten Intro zu Super Mario World 2 im Untertitel Yoshi's Island. Oder Island, wie auch immer. Ist mir jetzt auch egal. Ich nenne es Yoshi's Island. Ne? Und ja, ihr habt gewählt, in der Videobeschreibung war ja Link für das nächste Retro-Let's Play. Und ist jetzt auch noch vorhanden für das nächste, hier nach diesem Let's Play, wenn das dann irgendwann mal vorbei ist. Und ja, ihr habt das jetzt gewählt, ihr habt es euch gewünscht und jetzt bekommt ihr es auch, ne? Also jetzt bekommt ihr das, was ihr euch gewünscht habt. Jetzt könnt ihr damit zufrieden sein oder halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen jetzt einfach mal, ne? Für mich ist das Ganze jetzt auch schon wieder 30 Millionen Jahre her, schon wieder gefühlt. Ich weiß, das Spiel ist irgendwann Anfang der 90 rausgekommen, also 30 Millionen kommt das nicht so ganz hin, aber gefühlsmäßig kommt das dann doch schon hin. Wir wählen jetzt unseren Speicherstand aus, 1, 2, 3, ich habe keine Ahnung, 1, 2 oder 3, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, nee, habt ihr ja nur immer Gas, aber das ist ein anderes Thema. So, nehmen wir halt Speicherstand Nummer 1 und dann mal gucken. Die gesamte Yoshi-Familie, Alter, jetzt kann ich nicht mehr lesen nach diesem Intro, lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Nicht in dunkler, nein, in heller. Doing, doing. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Natürlich muss dafür ein Staffellauf veranstaltet werden. Es kann nicht einfach so gemacht werden. Nein. Auf geht's, Yoshis. Ein neues Abenteuer erwartet auf uns. Nicht erwartet auf uns, sondern erwartet auf uns. Meine Güte, es ist 1 Uhr in der Nacht, 2:30. Ja, und ich kriege hier heute nichts mehr gelesen. Also es könnte knicken. Doing, 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 doing. Echt ewig her, dass ich das gespielt habe. Aber ich mochte es damals. Mal sehen, ob ich es heute immer noch mag. Ich denke mal schon. Ich meine, es ist Yoshi. Jetzt geht's los. Ja, das ist ja toll. Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert der Baby Mario und der Sternzähler beginnt, die Sterne sehr schnell abzuzählen. Oder abzuziehen. Steht die Zahl auf 0, erscheinen Kamek-Gesellen und entführen das Baby. Beeil dich also, bevor... beeile dich also, Baby Mario zu retten. Hast du Baby Mario aus den Klauen? Der Bösewicht Och, Leute, ohrfeigt mich oder sowas. Aus den Klauen der Bösewichte befreit, erhöht sich der Sternzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, um Mario zurückzuerobern. Ja, ich kann es ja mal ganz kurz demonstrieren, wenn wir hier halt von Gegnern getroffen werden. Oh! Mach schnell! Wenn du zu spät kommst, werden Kameks den am Baby Mario kidnappen. Benutze Yoshis Zunge, den Flatterflug oder irgendetwas, um Baby Mario zu retten. Um den Eierschuss, ne? Bevor der Sternzähler abgelaufen ist. Ja, jetzt haben wir links hier einen Sternzähler, den wir ganz oft hören werden. Und dürfen dann Baby Mario retten. Ne? Und wenn wir halt scheiße sind, dann kommt halt hier Kamiks Leute und sowas. Die warten natürlich, bis der Sternzähler runtergezählt ist. Und ja, greifen halt erst dann ein. So, jetzt haben wir einen Gegner aufgesaugt. Den können wir hier in... drück dich nach unten. So, wollte schon sagen. Ne, dann können wir hier so ein Ei produzieren. Und mit den Eiern können wir dann... Muss hier gucken, so welche jetzt denn die Taste dafür war. Ah, das ist die Tasse. Genau. Dann können wir hier mit den Eiern, die wir dann produziert haben, hier rumschießen. Und damit ganz viel anderes Zeug machen. Das ist halt echt ewig her. Ich hoffe, ich vergesse nicht allzu viel, was ich hier erklären müsste und sowas. Ich spiele so ein bisschen drauf los. Und falls mir was einfällt, erkläre ich das dann halt auch nochmal. Aber das ist jetzt so mehr oder weniger das, was mir jetzt so einfallen würde. Man kann es halt ganz minimal vergleichen mit Super Mario World 1, da hat es halt auch hin und wieder Yoshi und hätte auch die Gegner aufgegessen, aber du konntest daraus keine Eier machen. Nicht so ein schönes Omelette wie hier.
So, Y war für, ich habe keine Ahnung. Aber das kriegen wir halt alles eben noch hin. Meine Güte, bin ich hier echt lange nicht mehr gewesen. Aber echt, echt lange. So, auf ins richtige erste Level. Nachdem wir das Tutorial jetzt erfolgreich überstanden haben. Yay! Schokohügel. Das könnte man jetzt auch, ich weiß auch nicht. Na, ist ja egal. Diese ollen Penüppels hier, die hier mit mir reden wollen, die geben mir jedes Mal irgendwelche tollen Hilfetipps und sowas. Das, was ich eigentlich schon erwähnt hatte. Aber ist auch egal. Ne? Also ich glaube, ich sollte das hier noch einigermaßen so hinkriegen. Ich weiß noch, dass ich damals bei irgendeinem Boss mal echt lange herumgedoktert bin. Ich weiß gar nicht. 6 oder 8 Eier konnten wir. 1, 2, 3, 4, 5... 6. 6 Eier konnten wir mit uns führen, wenn ich mich nicht irre. Und Blumenbonus. Wenn du 5 dieser Blumen gesammelt hast, erhältst du ein Bonusleben. Die Blumen werden außerdem zu deiner Punktezahl hinzugefügt. Ja, dazu komme ich halt später. Ne? Hier diese Pflanzen da, die kann ich halt nur kaputt machen, indem ich hier ein Ei gegenschmeiße, weil aufessen so eine Pflanze funktioniert nicht so gut. Da haben wir hier so eine Wolke, die wir einfach mal kaputt machen können mit so einem Ei. Und dann kann es sein, dass hier irgendwie mal was Tolles passiert. Und hier inzwischen sind halt auch noch rote Münzen. Den kann ich mal aufessen hier oder so. Und der hat hier zum Beispiel diese Sternchen drin, die wieder zählen für den Sternezähler. Und. Ne? Also ist halt und. Ne? So, kann ich hier nochmal... Genau. Hier ist es ja schön, hier kannst du ja die Zunge sogar nach oben bewegen, anders als in Super Mario World, da konntest du nur noch links und rechts. Und, ja, so ist das, ne? Die roten Münzen kann man auch so ein bisschen farblich unterscheiden, halt von den anderen Münzen, die es hier so gibt. Wenn die mal irgendwo sind. Ne? Hier kann ich zum Beispiel hier auch sagen, du bist meiner. Den, kann ich den aufessen, den Ballon? Ich weiß es gerade nicht. Ja, kann ich. Ich weiß gar nicht, hier müsste, glaube ich, auch nochmal eine rote... Ja, da sind auch rote Münzen dazwischen. Die sind halt so leicht orangelich, im Gegensatz zu den sonstigen. Hier könnte ich jetzt auch nochmal ein Ei reinschießen, wenn ich es denn könnte. Wenn ich denn genug Worms gespielt hätte. Und dann kommen da halt auch nochmal ein paar Sternchen raus oder ähnliches. Einfach mal, weil man es kann, weil man es braucht oder sowas. Je mehr Sterne du hast, desto höher ist halt später dein Punktzahl, wenn du ein Level beendest und. Was mir auch persönlich ziemlich egal ist. Ich habe das jetzt nur mal gezeigt, einfach mal, weil ich es kann. Ne? So, und bei diesen Pflanzen muss ich manchmal echt aufpassen, dass ich da nicht irgendwie reinfalle. Ne? Und hier nochmal zum Zeigen. Ich kann es nicht aufessen, da sagt Yoshi, ich mag nicht, nee. Ja, dann nicht. Ist halt so. So, dann gibt es hier, wenn du nicht maximale Anzahl an Eiern hast, gibt es immer mal wieder irgendwo im Level irgendwelche Röhren, wo so lange Gegner rauskommen, bis du maximale Anzahl an Eiern hast. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass du halt irgendwo in dieser Nähe jetzt Eier benutzen sollst oder ähnliches. Ne? Einfach mal, weil du es kannst. Kann ja natürlich auch die Gegner einfach aufeinander ploppen lassen. Und. Na, also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Naja, für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall. Na, das war damals, du, wow, ne, also so richtig so mega krasses Spieldesign und so. Weiß nicht, würde man das heute immer noch so bezeichnen? Ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. So, mitkommen. Gucken wir mal hier, was haben wir denn da drin? Yay. Ach ja, maximal Anzahl an Sternen oder an Sternzähler ist 30. Und da sehen wir auch schon, wir haben hier den Zielkreis. Wir haben eine Sonnenblume übersehen. Das siehst du halt da rechts an dem kleinen Punkt, wo halt einfach nur so ein schlafender Smiley ist. Hätten wir alles gehabt, dann wäre es super gewesen. Aber nö. Nö. Einfach mal, weil nö. Nee, Bonusspiel. Ich will Bonusspiel. Yeah. Oh Gott. Das ist echt so ewig hier. Ach ja. 87 Punkte ist schlecht. Kartenschnipsen. Platziere den Cursor. Ja, komm. Gib mir einfach das Bonusspiel hier.
Da kannst du jetzt hier auch nochmal irgendwie tolle Items freispielen oder sonstiges. Ja, wir dürfen halt nicht Kamek treffen. Wir können vorzeitig aufhören, wenn wir möchten. Da machen wir nochmal. Ja, und Ende. Aufhören. Sonst, wenn wir jetzt Kamek finden, dann ist es sowieso schlecht. Aber was soll's. So haben wir wenigstens etwas gewonnen. Ne? So. Auf in Level Nummer 2. Jetzt habe ich ja eigentlich alles mehr oder weniger erklärt. Jetzt kann ich auch einfach drauf loszocken. Bombola. Yay! Das war die falsche Taste. Gibt's hier jetzt irgendwie diese möchtegern Riesenkettenhunde, die einfach mal so vom Himmel fallen? Ist jetzt mal nicht der Himmel, der vom Himmel fällt. Nein. Sondern es sind Kettenhunde. Na, hinterlassen die super schöne Löcher für die ganze Familie. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Ja, ich kann auch die Sterne aufessen, wenn ich das unbedingt möchte. Hier habe ich so alle Pfeiler, die ich halt eventuell im Boden stampfen könnte für später mal. Hier ist so eine Art Checkpoint. So viel zu stimmen, ich habe alles erklärt. Ja, nee, irgendwie nicht. Hier würden jetzt wieder Gegner aus der Röhre kommen. Die kommen übrigens nicht raus, wenn man sie einfach draufstellt. Und ja. Gut, für den einen oder anderen muss ich das Spiel jetzt nicht unbedingt erklären, aber ich mache es halt trotzdem für die Allgemeinheit. So. Ja, einfach mal, weil ich es kann. So, da oben komme ich nicht weiterhin, okay. Komme ich wahrscheinlich auf dem Weg hier irgendwie dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind richtige Kindheitserinnerungen hier teilweise. Weil das halt wirklich so... Damals noch auf dem originalen Super Nintendo habe ich das gespielt. Vor mindestens gefühlten... 300 Jahren. Jetzt habe ich hier so eine... tolle Blase aktiviert, wo Yoshi sich in irgendwas verwandeln kann. Da kann Yoshi sich später noch in ganz viele andere Dinge verwandeln. Nicht nur in einen Hubschrauber. Nein, auch ein U-Boot, ein Zug und ähnliches ist mit am Start. Das ist ein Traum. Auto. Er wollte nicht schon mal, dass Yoshi ein Auto ist. Ich weiß auch nicht. Das ist dann halt der Endpunkt, den man erreichen muss. Wenn man zu lange das Gefährt ist, dann geht ein Timer aktiv und man wird halt automatisch wieder zurückgeportet an den Anfangsgedöns und sollte es halt dann nochmal machen. Aber das ist jetzt nicht der Fall. So. Maul halten. Und Pflanze hier. Doing. Ja, in solche Löcher sollte ich nicht reinfallen, aber ich habe Talent dafür, dass ich da dennoch reinfalle. Ziel! Yay! Mein Gott, ich fühle mich so alt, wenn ich dieses Spiel spiele. Es ist unglaublich. Ehrlich. Weil es halt schon so ewig und 3 Millionen Jahre her ist. Mindestens. Pilzgrotte. Es kommt mir echt länger vor, als jetzt sowas wie irgendwas, was ich auf dem C64 damals gespielt habe, was noch länger her ist. Aber dennoch kommt mir dieses Spiel jetzt hier echt, ich weiß auch nicht.